Herzlich willkommen, Herr Dr. Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Arealbank, hier am Stand von Immobilienmanager Verlag, im TV-Studio von Immobilienmanager und ZIA, Zentraler Immobilienausschuss. Die Arealbank hat ja ihr neues Geschäft deutlich angezogen im zweiten Quartal. Und da fragt man sich natürlich, wo hat dieses neue Geschäft stattgefunden? Ja, wir haben sehr erfolgreich im ersten Halbjahr gearbeitet, aber ganz besonders auch im zweiten Quartal. Hier muss man berücksichtigen, wenn man die Zahlen des Halbjahres 2013 nimmt und vergleicht die mit den Zahlen des ersten Halbjahres 2012. Wir konnten dieses Jahr ab dem 2. Januar das neue Geschäft machen. Im letzten Jahr hatten wir eine strategische Vorgabe aufgrund der Rahmenbedingungen, die sehr unsicher waren. Sie erinnern sich, das war die Diskussion, bricht der Euro zusammen, bricht er nicht zusammen. Deswegen haben wir aus Vorsichtsgründen in 2012 erst mit dem Funding begonnen. Wie das erfolgreich war, haben wir das neue Geschäft Ende April, Mai 2012 gestartet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben intensiv und aktiv unsere Marktchancen genutzt. Wir waren sehr aktiv unterwegs, insbesondere in Paris, in Deutschland, in Polen, in Großbritannien, London und in den USA. Gibt es da Assetklassen, die sich besonders hervorgetan haben? Ich möchte keine einzige Assetklasse hervorheben. Für uns sind wichtig die einzelnen Länder und was ganz wichtig ist, unser Qualitätsanspruch. Das heißt, der Qualitätsanspruch im Hinblick auf den Kunden, im Hinblick auf das Objekt, im Hinblick auf die Region. Und diesen Qualitätsanspruch, den haben wir in der Vergangenheit verfolgt, den haben wir jetzt verfolgt, werden wir auch in der Zukunft verfolgen. Und wir haben uns, das muss ich zusammenfassen, sehr erfolgreich hier geschlagen. Das ist auch der Grund, wenn Sie den Ausblick nehmen, wir hatten ein ursprüngliches Ziel von 6 bis 7 Milliarden Neugeschäft. Neugeschäft definiert reines Neugeschäft und Prolongation. Es ist gut möglich, aufgrund der Ergebnisse des ersten Halbjahres, dass wir in einer Range, in einer Bandbreite zwischen 7 bis 8 Milliarden dieses Jahr auslaufen. Also deutlich höher als zuvor verkündet. Die Margen haben sich ja für die Banken nach unserer Beobachtung erfreulich entwickelt und das niedrige Zinsniveau auch kompensieren können. Ist der Trend der Margen nach oben, ist der gestoppt oder geht der weiter? Was wir spüren, wenn wir mal Europa nehmen, in den Märkten, wo wir unterwegs sind, eine höhere Wettbewerbsintensität, was mit einem partiellen Margendruck einhergeht. Die Situation in den USA ist ganz anders, viel größerer Wettbewerb. Eine ganze Reihe, insbesondere amerikanischer Banken, die sehr, sehr viele Einlagen haben und diese Einlagen suchen Möglichkeiten, dieses Geld, dass es investiert wird. Und hier muss man feststellen, ist der Margendruck höher. Wo die Margen allalong hingehen, das lässt sich schwer voraussagen. Im Moment muss man sagen, wir konnten uns erfolgreich schlagen. Vernünftige Margenentwicklung einerseits und vernünftige Loan-to-Value-Entwicklung andererseits. Stichwort internationaler Wettbewerb. Der Pfandbrief war ja in der Vergangenheit ein großer Wettbewerbsvorteil. Der deutsche Pfandbrief hat sich selbst in der Hochphase der Krise gut behauptet. Ist der Pfandbrief weiterhin ein Vorteil? Absolut. Und es ist ganz richtig, was Sie gesagt haben. Der deutsche Pfandbrief ist für den deutschen Finanzplatz eines der maßgeblichen Institutionen, die wir hier haben. Und durch die Qualität des deutschen Pfandbriefgesetzes haben wir hier auf der Refinanzierungsseite deutliche Vorteile, was die Kostenstruktur auf der Refi-Seite anbelangt. Und es gilt darum, auch wenn man das bedenkt unter einem Stichwort vereinheitlichte Bankenaufsicht in Europa, wir müssen vom deutschen Pfandbrief kommen, der Trendsetter für die Qualitätsstandards sein. Nochmal ein Blick auf den deutschen Markt. Hat sich der Wettbewerb unter den Finanzierern in Deutschland spürbar verschärft? Ich glaube, in Deutschland muss man eine Differenzierung vornehmen zwischen dem kleinteiligen Geschäft bis in eine Größenordnung 60 bis 70 Millionen. Hier ist ein intensiver Wettbewerb festzustellen, weil eine ganze Reihe von Wettbewerbern aus unterschiedlichen strategischen Gründen oder regulatorischen Gründen, weil eben in einer Gruppe Basel III erfüllt werden muss, haben sich ausschließlich nur noch auf den deutschen Markt fokussiert. Damit ist automatisch der Wettbewerb intensiver. In Größenordnung ab 90, 100, 110, 120 Millionen sind nur noch vereinzelte Player unterwegs. Vielleicht zum Abschluss, was sind die Top-Themen aus Ihrer Sicht oder was sind Ihre Themen für die gerade begonnene Expo Real? Ganz wichtig, wir sind eine kundenbezogene Bank. Und wir wollen auf der Expo Real als die maßgebliche Fachmesse unsere Kunden optimal betreuen. Weil nur vom Kunden leben wir. Und es geht darum, welche Geschäftsmöglichkeiten bringen die Kunden, wie können wir unsere Kunden begleiten. Und das tun wir wahnsinnig gerne, weil wir wollen das Ziel, was wir uns dieses Jahr gegeben haben, beim Neugeschäft übererfüllen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei, auch der Branche, dass Sie Erfolg haben, weil mehr Neugeschäft ist auch gut für die Branche. Erstmal vielen Dank und noch eine gute Messe. Danke, Herr Hadebusch.